Hallo liebe Strickfreunde, heute zeige ich euch das Fünfermuster. Ich zeige euch hier die rechte Seite des Musters. Also das Muster, das besteht aus einem Rapport von nur 2 Reihen und es eignet sich besonders gut für eine rustikale Stricksache. Also ich könnte mir gut vorstellen, dieses Muster für eine Jacke zu verwenden, die ich aus einem Tweedgarn stricke. Ich selbst stricke das Muster für meinen Musterschal. Es beginnt auf jeden Fall auf der linken Seite. Das heißt, ich drehe jetzt die Arbeit um und stricke euch vor, wie das Fünfermuster beginnt. Ich habe hier den Anfang schon gemacht. Das Muster, das besteht aus einer Maschenzahl, die durch 5 teilbar ist. So, und zwar geht das folgendermaßen. Man strickt zunächst 3 Maschen rechts. Dann macht man einen Umschlag. Dann strickt man die nächsten Maschen auch rechts, die nächsten beiden Maschen. So, jetzt hat man also 5 Maschen gestrickt. Den Umschlag, den zieht man über die 2 Maschen drüber. So, also 5 Maschen hat man. Jetzt wieder 3 rechte Maschen. Die kann ich hinten einstechen, weil ich auf der anderen Seite links gestrickt habe. Das ist dann bei mir so, dass die Maschen dann so liegen, dass man hinten einstechen kann. Das liegt an meiner Art, links zu stricken. So, 3 rechte Maschen, jetzt einen Umschlag und hier die nächsten 2 rechten Maschen, die steche ich vorne ein, weil die einfach so jetzt auf der Nadel liegen. Und jetzt wird der Umschlag wieder übergezogen. Nochmal 3 rechts, ein Umschlag, 2 rechts, Umschlag überziehen. Also ich sage es noch einmal, ich stricke jetzt gerade die linke Seite der Arbeit. 3 Maschen rechts. Umschlag, 2 Maschen rechts und Umschlag überziehen. Also 3 rechts, ein Umschlag, 2 rechts, den Umschlag überziehen. Wieder 3 rechts. Ein Umschlag, 2 rechts und den Umschlag überziehen. So, jetzt kommt die rechte Seite der Arbeit. Die hat ebenfalls ja einen Rapport von 5 Maschen. Deswegen muss die Maschenzahl ja durch 5 teilbar sein. So, die erste Masche, die hebe ich aus, wie bei jeder Reihe. Die zählt jetzt als rechte Masche, weil das Muster geht nämlich auf der rechten Seite mit 2 rechts und jetzt kommen 3 links. Wieder 2 rechts. Und 3 linke. Da muss man gar nicht lange überlegen, da sieht man es einfach auch, was kommt. 3 rechts und ich zeige es euch jetzt hier. Hier sind jetzt die 3 linken und da weiß man sofort, man muss wieder linke drüber stricken. Also 3 links, wieder 2 rechts
und 3 links. So, und damit ist der Mustersatz ja schon zu Ende. Das heißt, man strickt hier bis zum Ende der Reihe und fängt wieder mit der ersten Reihe an. Ich halte euch jetzt meine Notizen in die Kamera, sodass ihr euch einen Screenshot machen könnt. So, ich sage euch, wann es gut ist. Moment, vielleicht ein bisschen weiter zurück. So, ab jetzt könnt ihr den Screenshot machen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstricken.